Wie macht man denn so einen Knoten, Alter? Doch irgendwie so. Irgendwie so in Erinnerung. Dann so. So. Ja? Sieht gut aus. Nee, so ist nicht richtig. Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Alle Ultras GmbH im Bus-Simulator. Letztes Mal haben wow, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere! Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten. Uns die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, oder? Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auch für den Busladen, da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Ja. Das kennen wir eigentlich schon, weil letztes Mal hat die alte Trulle uns das schon mal in die Rüstung gekippt. Das kennen wir ja eigentlich schon, weil letztes Mal hat die alte uns das schon mal gesagt. Aber dann ist das Game irgendwie gecrashed. Hier eine kurze Rückblende. Blende, aller. Ey, was ist los? Ey, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich kann nichts mehr machen. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hau jetzt rein. Ich geh jetzt. Ich nehme jetzt ein Fahrrad und verpiss mich. Ich hab keine Lust mehr. Gebe ich mir nicht mehr die Scheiße. Ja, und jetzt haben wir diese Kackaufgabe hier immer noch nicht beendet, Alter. Ich krieg echt zu viel. Ich soll hier also Leute transportieren. Das machen wir jetzt aber alles im Schnelldurchlauf. Ich hab hier wirklich die Faxendecke. Ja, steht es bis hier, verstehst du das? Seit Jahren will ich mit meiner Familie in den Urlaub und ich kann nicht, weil die Busfahrer nicht kommen, Alter. Und ich muss alles alleine machen. Wenn heute wieder irgendwas mit Winter der Leidenschaft oder mit Katzen kommt, ey, dann hänge ich mich an dieser Krawatte auf. Ich hab wirklich, also es ist over. Over drüber. Nehmen wir es mal heute ein bisschen ruhiger an. Wir wollen ja auch mal diesen scheiß nördlichen Bezirk sehen, weißt du, wie ich meine? Also der muss da jetzt fahren. Ich hoffe, der fährt da auch. Die Katja. Alter, wenn die jetzt nicht da mal ein bisschen Money macht, die kostet mich so viel Geld. Mach es einfach, Mädel. So. Aber wir sind gut drauf, Alter. Wir sind gut drauf, Alter, weißt du, wie ich meine? So. Mach mal auf hier, den Dings. Wir gehen in den Bus rein. So, Festhaltbremse. Zündung. War doch auf Z, oder nicht? Nee. Geschwindigkeitsbegrenzer. Oh, wo war denn jetzt nochmal das Gaspedal hier? Was ist das? Zündung. I, wie Zündung. Ja, klar. Ist das Tor nicht auf? Lass mich raus. Gute Laune. Ja, ja. Wieso ist jetzt der... Willst du mich komplett verarschen? So, wir haben's. So, dann kannst du endlich losgehen. Weg! Nächster Halt, Media Center Astra. Ja. Hier muss ich halten, ne? Nee. War nur ein Prank. Media Center Astra. Sehr gut, ja, jetzt ein Schnauzen, sehr gut. Also so gefällt's mir im Bus eigentlich gerade am liebsten, da bin ich ganz ehrlich. Weil kein Schwein ist hier drin und labert mich mit seinen Katzen oder Winter der Leidenschaft voll, ne? Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen, ja? Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. So, und jetzt geht die wilde Fahrt hier los, ne? Tatütata, der Kalle ist da! Oh nee, da stehen jetzt schon wieder viele Leute. Nächster Halt, Media Center Astra. Hi. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Danke. Ja. Ey. Das Wetter ist einfach wundervoll. Ey. Drei Leute haben keinen Fahrschein gekauft. Was glaubt ihr, wie viele davon haben wirklich einen Fahrschein? Fahrschein. Kurze Frage, haben sie einen Fahrschein? Wo hab ich denn? Ja, interessiert mich nicht. Ah, hier, bitte. Okay, Fahrschein? Was? Ach so, hier. Fahrschein? Klar. Ja. Und dann fährt der Kalle weiter. Fahren mit verrügelten Tieren? Oh, ich habe verrügelte Tiere. Türe. So. Ich habe mich übrigens mal auf die linke Seite gesetzt, weil die Korde ist ja eigentlich scheißegal. Und da sind immer so Sachen, die angezeigt werden da unten rechts. Ich dachte, vielleicht ist das mal ein bisschen besser für euch. Müsst ihr wissen, ne? So, hier ist wieder so ein Huggel. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Ja, wohin denn? Wohin musst du denn? Wohin? Wohin musst du denn? Warum sagt die das nicht, Mann? Versteh, ich kann sie doch dahin fahren. Ich habe so einen Hunger. Okay. Holen wir uns was zu essen. Jo, alles klar, wo gehen wir hin? Mc's oder was? Es ist ganz schön dunkel hier hinten. Jetzt halt die Fresse!
Ich sehe nur am Labern, die. Wie soll ich da ruhig bleiben? Es tut mir leid, ich weiß. Heute wollen. Ist die Abteilbeleuchtung aus? Stockerplatz. Das nenne ich die perfekte Punk-Position. Ich bin ganz ehrlich. Also, ich will ja wirklich versuchen, ein guter Fahrer zu sein. Verstehst du das? Aber das Problem, was wir beide haben, ist, du laberst ohne Ende. Und es heißt ja, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Und jetzt telefonierst du, tust du so, als würdest du telefonieren. Ich habe auch ein Handy, Alter. iPhone 11 Pro. Bei mir läuft's. Aber jetzt hältst du. Bitte. Deine Schnauze. Danke. Weil alle müssen wegen dir gerade warten, okay? Linker links. LKW hält. Und Kalle ist gut drauf. Ah, schön, ne? Ist die Abteilbeleuchtung aus? Halt dein Maul, es ist helllichter Tag. Warum? Wie bin ich denn hier gelandet? Gute Laune. Oh, hey. Lange nicht gesehen. Wem redest du, Alter? Damals, Alter! Das war, als... Bitte! Ja, echt schön, dich zu sehen. Hau ab! ich wünsch dir was. Die redet sogar beim Rausgehen! Hi. Okay, die hat... Ich brauche eine Fahrkarte. Jut. Einzelstandard 1. Ja. Okay, kannst du haben hier. Wechselgeld 2,80. Komm, ich habe einen guten Tag. Ich habe einen guten Tag. Danke. Komm, mach dich weg. Jetzt mal ohne Scheiß. Also, wie sollen sich denn bitte Busfahrer fühlen? Also, alle Busfahrer unter euch, tut mir ein bisschen leid, Alter. Bodenwelle überfahren. Aber auch nur, weil der Kackboy da hinten muss, Musik hört. Tut mir leid. Ich mach's leiser. Ja. Wo hast denn du eigentlich deine Hand? Also, ich glaube, es geht hier los. Hand außer Hose da. Wird immer anstrengender. Ich will einfach nur fahren. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Ja. Ja, Alter, das ist bestimmt die eben telefoniert hat. Blöde Kuh, Alter. Ist das Licht aus? Lange nicht gesehen. Ich muss Pipi. Ich muss auch Pipi! Aber wir sind gut drauf. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt. Aber Christina ist amputiert. Warte mal, Christina ist amputiert. Amputiert. Linker Arm wurde amputiert. Amputation. Als Amputation, von Amputare absetzen, wegschneiden, wegputzen, wird die Abtrennung eines Körperteils vom Körper bezeichnet. Christina ist amputiert. Sie meint bestimmt nicht adoptiert. Nämlich dieses Wort. Von lateinisch Adoptio oder Annahme eines Kindes statt... Oder, Annahme als Kind bezeichnet. Richtig. Kann das sein, dass du Scheiße laberst da hinten? Hast du das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. Du, Alter, du bist hier, du gehörst doch zur Risikogruppe. Du darfst überhaupt nicht auf Konzerte. Und Konzerte dürfen auch nicht stattfinden. Und was ist das für eine schicke Uhr? 1,50 sind halt nicht zwischen euch. Jetzt zockt die da was League of Legends oder was? Oh. Aber wir sind gut drauf. Alter, der Kalle wieder Bus fahren kann, ne? Wahnsinn. Super Kalle in die Kommentare, falls ihr auch findet, dass Kalle ein supi-dupi Busfahrer ist, ne? Nee, bleib mal da hinten. Ich komm doch schon. Musst du nochmal eben mit meinen Leuten hier quatschen. So, wieder einige neue Leute mit an Bord. Ich bin der Wachtmeister Kalle und ich wache über den Bus. Deswegen bin ich auch ein Wachtmeister. Weißt du, wie ich meine? Und wir sind heute gut drauf. Das haben wir uns heute Morgen beim Aufstehen schon gesagt. Aber deswegen will ich auch gerne, dass ihr natürlich jetzt einmal den Vorschau zeigt. Hier. Ja. Hier. Danke. Hier. Klasse. So hätte ich das gerne immer. Übrigens gilt in meinem Bus Schnauzen halten. Na, damit ihr es mal. Ach, ihr haltet euch doch eh an nichts. Geil! Du hast neue Gegenstände freigeschaltet, neues Decal, neue Farbe. Ja, das interessiert mich doch nicht. Okay, jetzt geben wir wirklich mal Gas. Ich will heute nämlich noch weiterkommen. Alter, die ganze Hütte wackelt. Oh, scheiße. 2300. Aber egal. Oh. Nochmal 1800. Jetzt wird's aber langsam nicht mehr egal, du. Warum gibt's hier diese Kackhügel? I don't get it. Oma macht die Mucke! Oh, tut mir leid. Mann! Oh, ich bin so sauer. Ich bin so sauer. Alarm, die Frau Kuchen. Alarm! 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 Die Oma hat Corona! Oh. Schneller, ich habe einen Termin. Alter! Ich geb dir deine Arschtritt hinterher! Tschüss. Heute sind wir gut drauf. Nächster Halt, Westspeiche. Endstation. Jo. Bitte alle aussteigen.
müssen immer noch 79 Leute transportieren. Wir sind gut drauf. Ich meine, kontomäßig läuft das gerade ganz gut für uns. Ne? Wir haben ordentlich Cash gemacht. Bin einfach nervlich am Ende. So, dann gehen wir mal unter meine Busse und dann würde ich die gerne mal aufpimpen, Alter. Mal, Werbung können wir auch. Ich habe noch keine Werbung freigeschalten. Oh, sogar mit Blau. Das sieht auch fancy aus. Das ist doch unsere aller Ultras-Farbe, oder nicht? Da sehen wir uns erstmal. Hier die anderen vielleicht später noch. Ich würde gerne den hier jetzt mal nehmen. Jetzt haben wir mal einen anderen Bus. Abfahrt! Abfahrt! So, und jetzt will ich aber hier ordentlich Leute transportieren. Da sind einige. Einige. Hoho! Hoho! Eine Fahrkarte, bitte. Ja, gerne doch! Du zahlst mit dem 20. Tötet mich! Tötet mich, bitte, einfach nur. Danke. Euer Bus. Großer Auftritt, viele Leute. Kannst das kann. Schönen guten Buongiorno, meine Damen und Herren. Sie halten bitte ab sofort mal alle ihren Rand, denn Folgendes ist passiert. Sie sind im Kalle Kuschinskis aller Ultras GmbH gelandet. Was bedeutet das für Sie? Schnauzen halten. Haustiergespräche sind verboten. Binder der Leidenschaft ist eine absolut beschissene Serie. Verlorene Schlüssel, Taschen, Handys oder was auch immer interessieren mich ein Scheiß. Und wenn die Oma mit dem jungen Kerl unter 24 essen oder ins Kino will, dann sollen die das machen. Dann ist der halt ein Milfhunter oder ein Gelfhunter oder wie man das heute nennt. Gute Fahrt. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Klar. Oh nein, ich hab sie vergessen. Ah! Willst du mal fahren, oder was? Haben wir es eilig, oder was? Ja. Also wirklich. Oh, da sind wieder einige Leute. Heute schaffen wir es. Ganz kurz. Es sind wieder super viele neue Leute hier. Ich muss mal eben nochmal... Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? 3. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Ich bin Kalle, der Busfahrer. Und ich fahre so gern herum. Doch die Leute mit den Katzen, die finde ich alle dumm. Wieso willst du mir Mouncy zeigen, du Otto? Es interessiert mich nicht, also bitte in meinem Auto trete ich dir gleich ins Gesicht. Wenn du deine Katze noch einmal zeigst, dann ist es gleich vorbei. Du bist ein Arschloch, ein Arschloch. Bitch. Und du machst mich traurig. Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Ich hab ihn meine Fahrkarte. Ja, oh, tut mir leid. Ich muss sie verloren haben. Du hast eine Fahrkarte, aber es ist nicht gültig, Alter. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Ah, ich dachte, du bist ein Affe, Alter. Aber eigentlich bist du nur irgendwie ein anzugtragendes irgendwie sonst was. Für einen Anzug von Hugo Boss reicht's, ne? Aber für eine Fahrkarte. Und du hältst deine Schnauze. Ich dachte, ich hätte 3 Schwarzhaarer schon. Ich kauf mir einen neuen Bus und du kaufst dir nicht eine Karte. Und dann kommst du am Anfang noch rein. Oh, der Bus ist neu, oder nicht? Heute schaffen wir die 70. Ich bin fast sicher. Keine Abteilbeleuchtung? Oh ja, doch. Ich weiß nur nicht. Oh, du hast deinen Fußgänger angefahren. Ey, der ist einfach gelaufen. Scheiße. Ist die Abteilbeleuchtung aus? Endstation. Ja, ich sehe. Weil ich habe keinen Bock, dir Licht zu machen, Alter, weil du hässlich wie die Nacht bist. Aber heute sind wir gut drauf. Habe ich den Herd ausgemacht? Nee, hoffentlich nicht. Nächster Halt, Media Center Astra. Warum ist es hier hinten denn so dunkel? Weil du jetzt aussteigst! Tschüss! Wiedersehen! Was? Ein Fußgänger angefahren kostet 20.000. Ich habe 21.000 Euro gemacht. Meine Katze heißt Mauzi im Winter der Leidenschaft. Und Christina wurde amputiert, der sowieso schon kein Gehirn hat. Ja, diesen Leuten nur soll ich nochmal 20.000 Euro Frühstücksgeld, Schmerzensgeld bezahlen oder was? Äh.